Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Dark Parables, Dornröschens Fluch. Ja, jetzt bin ich hier in so einer ollen Küche angelangt und darf mich umsehen. Hier ist aber irgendwie gar nichts zum Ansehen. Okay, hier ist nichts. Doch, hier ist was in der Ecke. In dem dickwandigen Glasbehälter befindet sich etwas. Ah ja, kann ich das mit einem Besen rausholen oder hier mit so einem Zauberstab klimbim? Nee. Na gut, dann gehe ich da mal durch. Ach was, und hier ruhten die drei Bären, oder? Unter diesem Bett liegt eine Menge Staub. Ach, Moment, ich habe einen Besen. Zufällig. Und hab jetzt die Rosenscheibe Stern. Aber hier ist auch noch ein Kinderbett. Also hier haben wohl die Dienstleute... Ja genau, die scheint die Dienstmädchenkammer zu sein. Die haben alle nebeneinander geschlafen, ist ja auch doof. Ja... Aber irgendwie, ne? Sonst? Nichts zum Aufheben oder so? Nö. Gut. Ich dachte eigentlich, ich finde jetzt mehr. Aber dann gehe ich mal zurück. Und warte, da war wieder ein Wimmelbild. Ich habe es genau gesehen. Ja. Ich darf jetzt hier irgendwelche komischen Dinge einsammeln, wie immer halt. Hier irgendwas dabei? Da liegt bestimmt noch was. Ich guck aber noch nicht. Ich guck erstmal so. Nee. Gut. Was denn noch? Eine kleine Krone. Da vielleicht? Wo ist sie denn? Das Krönchen. Ich sehe das Krönchen gerade nicht. Ich sehe das Krönchen gerade nicht. Ja. Krone. Krönilein. Tipptopp. Nee, wo ist die denn da? Ach, da. Ganz versteckt. Oh, jetzt habe ich hier was für diese Spielgeschichte da hinten. Wo war die denn jetzt schon wieder? Kann ich da auch eigentlich schon wieder so eine Scheibe hinlegen? Was ist denn der nächste in diesem Behältnis? Nee, das nicht. Ich bin robust und helfe dir beim Durchqueren zerklüfteter Gegenden. Genau. Ja, der Stern ist es ja wohl auch nicht. Nee, nee. Das funktioniert alles nicht. Dann gehe ich nochmal nach oben und mache hier nochmal das nächste Wimmelbild. Und lege los. Hier oben irgendwas? Das da? Nee. Aber beim letzten Mal, da waren hier oben an den Seiten was. Das weiß ich noch. Ja, was brauche ich denn überhaupt? Nur ein so ein Stückchen. Wo ist das denn? Wo sehe ich das denn? Ich sehe das nicht. Ach, immer beim letzten Stück bleibe ich gerade hängen. Das ist blöd. Hier vielleicht? Immer muss ich mir für den letzten einen Tipp holen. Das ist ja ärgerlich. Seht ihr das hier? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Es wird auf jeden Fall der Kopf der Feenstatue. Steht ja hier auch. Ich lese das nur nie. Ach ja. Irgendwas Überflüssiges nimmt mein Auge das schon wieder nicht wahr. Ach, was soll's. Ach, da, am Hals. Gut, dann haben wir auch den. Der sieht ja toll aus. Der sah ja sehr freundlich aus, der Kopf. Ich gehe einfach mal... Ich weiß nicht, ich muss hier einfach mal durch die Gegend laufen. Kann ich da überhaupt was machen? Ich weiß gar nicht. Hier oben, was war da? Ach ja, genau, hier muss ich hin. Da kommt nämlich die jetzt hin. Und was kommt da? In einer Puppenbühne befindet sich eine Inschrift. Prinzessin, Prinz und das Pferd. Okay, das Pferd fehlt mir also noch. Ich weiß gar nicht, wo ich das Pferd herkriegen könnte. Aber ich setze jetzt mal irgendwo den Kopf auf. Das war doch weiter vorne, oder? War das hier? Ja, das war hier, genau. So, und nu? Kann ich da nach oben gehen, oder? Da fehlt ein steinerner Hut, den habe ich.
Da, ein Zauberer. Die Statue ist vollständig, doch ihre Hand ist immer noch leer. Moment. Da. Alles da. Ach, wie cool. Jetzt habe ich was? Wieder ein Zauberstab? Ja, ein Efeu-Zauberstab. Mhm. Dem an der Statue steht Fee der Rose. Müssen wir dem Rose geben? Nee, ne? Die hat ja alles. Gut. Da sind die Vögel, die hatten wir doch auch schon. Ja, gut, dann. Hier oben hat das doch angefangen zu leuchten. Aber ganz vorne waren doch auch noch die. Da fehlte doch auch noch was. Nee, der vielleicht? Nee, beide nicht, ne? Das gehört wohl jemand anderem. Entschuldigung. Das ist ja das Pferd, was ich dann wohl noch brauche, fällt mir gerade auf. Ja, das Puppenpferd. Aber dann brauche ich noch das andere Schild. Keine Ahnung, wie ich da rankomme. War hier unten noch was? Die Tür ist fest verschlossen. Nee, da komme ich. Das bringt nichts. Ich muss die, ich glaube, ich muss denen einfach mal den Leuten da hinten ihre Sachen geben, genau. Wem gehört der denn? Hier, die Efeufrau, die. Haha. Und was habe ich jetzt? Eine weiße Rose. Okay. Noch jemand? Nee, jetzt hat doch jeder einen. Nur die Engelsflöte. Die muss noch jemand bekommen. Wer auch immer. Die Tür ist mit Unrat blockiert, aber da kann ich doch nichts machen, oder? Nee, die auch nicht. Gut, dann gehe ich wieder zurück. Tja. Will denn niemand meine Scheiben haben? Ich könnte sie doch alle schon reinsetzen. Menno. Ich bin robust und helfe dir beim Durchqueren zerklüfteter Gegenden. Ich weiß nicht. Spitzhacke? Keine Ahnung. Was soll ich hier? Komm ich doch damit nicht rein. Das wäre doch auch völliger Quatsch, oder? Ich glaube, ich inspiziere mal wieder. Ach, ich soll in diesen Gang. Wo war der denn noch wieder gleich? Ich habe ja schon wieder jetzt 3 Tage oder so nicht gespielt. Und musste ich dann da oben lang, um diesen Flur zu erreichen? Hier rein? Ja, hier. Ah, okay. Es geht wieder los. Einen kleinen Moment, dann geht es weiter. So, was fehlt mir jetzt noch wieder? So ein Bolzending hier. So. Ah, jetzt habe ich eine Harfe und eine Engelsflöte. Ah, das ist ja interessant. Wer will denn hier noch Musik machen und alle wieder aufwecken? Hier vielleicht jemand. Wir können ja hier vielleicht auch noch was tun. Was kann ich denn mit der Engelsharfe machen? Ach, ich habe ein verhextes Objekt nochmal wieder zufällig gefunden. Toll. Ganz toll. Was? Erfülle diese Aufgabe, um zum nächsten Kapitel zu gelangen. Da irgendwie in dem Raum was, wo die Spinne ist. Aha, okay. Gut. Der ist ja verschlossen. Ich gehe trotzdem nochmal hier rein. Na gut. Jetzt habe ich eine Notiz. Jetzt bin ich wieder in Kapitel 11 auf einmal. Okay. Der Efeu- und Rosenzauberstab müssen zu den Statuen der Fee gehören, auf die ich zuvor gestoßen bin. Wenn ich mich richtig erinnere, fehlten die Zauberstäbe bei 2 der Statuen. Was auch immer die Zauberstäbe bewirken, wird mich einen Schritt näher zur versteckten Ruhestätte der Prinzessin führen. Ja, da haben wir das Rosenemblem bekommen. Wir sind also schon, weil jetzt mich zur Spinne muss ich wieder runter und da rein.
Und wieder suchen, suchen, suchen. Manchmal sieht das aus, als wäre in den Gläsern was. Ist es ja auch. Manchmal ja, manchmal nein. Mal so, mal so. Wo sind denn diese langen Dinger? Wieso sehe ich die denn nicht? Da hinten? Hä? Wo sind die denn? Und auch das... Die habe ich schon angeklickt. Mhm, okay. Zwei habe ich schon mal. Wieder. Da oben, das war jetzt auch fies. Also nur noch ein graues, metallenes Stück. Und die wirken manchmal da hinten viel kleiner als hier vorne. Kann man sich auch verschätzen. Na, wo ist es denn? Da habe ich auch alles schon so oft angeklickt. Ich klicke immer wieder dasselbe an. Nee, ich sehe das nicht. Ach, da oben. Nee, das habe ich nicht gesehen. So. Kann ich mit der Zange dann hinten ans Glas? Wahrscheinlich. Hier soll ich das auch nochmal wieder machen. Es häuft sich sehr. Es ist etwas eintönig. Aber na gut. Könnte euch auch das Märchen von Dornröschen erzählen, mache ich aber nicht. Was fehlt mir jetzt noch? So ein Eckklotz. Auch noch so ein Stück Stein. Oh, der ist bestimmt hier im Haufen. Nee, da an der Axt. Wo ist denn jetzt das Ding? Irgendwo hier im Haufen. Oder auch nicht. Da. Nee. Einfach mal überall hinklicken. Wahllos, willkürlich. No. Es ist auch einfach zu viel Stein hier. Und Holz und Kram. Ich kann das hier alles nicht mehr unterscheiden. Da. So. Was habe ich jetzt? Was ist das? Der Grabstein der Königin. Ach so. So, jetzt will ich mit der Kneifzange in diese Flasche. Vielleicht soll ich es an einem anderen Ort versuchen. Entschuldigung. Nö. Gut, dann nicht. Dann bringen wir den Grabstein mal weg. So. Tschüss. Das war nämlich hier hinten. Bekommt die Königin auch einen. Oha, jetzt ist es hier rausgekommen. Ich brauche einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Na, sowas. Ich habe aber keinen. Leider, leider nein. So. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. War hier noch was? Nee. Nee. Da fehlt das Pferd. Hier ist ja auch eine Harfe. Aber hier kann ich das Zeugs nicht brauchen. Hier war ich gerade. Wundert mich auch, dass ich hier nichts machen kann. In dem Gruselraum. Aber hier habe ich auch schon was gemacht. Die war da eingeschlossen. Engelsharfe, Engelsflöte, Kneifzange. Kneifzange. Mir fällt gerade nichts ein, wo ich die Kneifzange auch brauche.
Moment, da kann ich wieder loslegen. Schon wieder hier an der Dingens. Ja, ich gucke. Ach, das pinke Ding hier. Aber immer auch noch so eins sehe ich da. Habe ich alles? Ja. Und jetzt bekomme ich den Prinzessinnen-Schlüssel. Yay, endlich. Und wo passt der jetzt nochmal rein? Ich habe, glaube ich, 2 Schlösser. Das weiß ich nicht. Ist das der vielleicht? Nein. Dann ist es draußen vielleicht für die Tür. Na gut, dann gehen wir da mal wieder hin. Wieder zurück. Ich kann natürlich auch immer mit diesem Teleporter-Symbol da auf den Boden gehen, aber naja, so lerne ich die Wege, ne? Wie, hier auch nicht? Welcher ist es denn dann? Oh, jetzt weiß ich gerade nicht, wo es noch ein Schloss gerade gibt. Mir fallen nur gerade spontan diese beiden ein. Wo denn noch? Wo war noch ein Schloss? Hier kann ich wimmeln. Machen wir das mal. Ups. Fängt ja gut an. Nehmen wir uns das Stück. Zumindest schon mal eins. Keins von diesen Dingen. Die sehen aber auch alle so aus, könnte man die nehmen. Na gut, ich soll Blätter finden. Wo sind die denn? Wo sind denn diese Blätter? Ich soll eine schwarze Rose zusammen basteln. Ich sehe das Grünzeug nicht. Da? Nee. Da! Da ist der Stiel. Aber mir fehlt immer noch... Da ist das andere grüne Blatt. Okay. Und dann noch sowas, was da steht. Passt das? Das? Nee. Dieses lange hier? Da. Aha, okay. Ist das jetzt ein Schlüssel oder? Nee, ich weiß, das ist bestimmt diese Rose, die ich da hinlegen kann, wo ich die Scheiben immer reintue. Hinter dem Gitter, wie kriege ich das denn bloß auf? Bestimmt nur mit diesem Schild. Was anderes fällt mir auch nicht ein. War das hier nicht auch verschlossen? Genau. Da kann ich sie vielleicht auch hinstellen. Ich weiß gerade nicht, was hier... Nee, das funktioniert nicht. Gut, ich will mir jetzt gerade keinen Tipp nehmen. Ich probiere es mal selber hier aus, ob die hier hin soll. Entschuldigung, wenn dann vielleicht... Nee, auch nicht. Nein, also da müssen nur die Scheiben rein. Ach, da ist ja auch schon eine drinne. Eine Rose. Klar, sieht man ja auch hier. Ich dachte, die könnte man da vielleicht auch reinlegen. Was soll ich denn inspizieren? Da, wo das Pferd ist, da war ich doch gerade. Leute, da war ich doch gerade. Ja, und der Part wird sonst hier viel zu lang. Leider. Ich muss mal gucken, wo der Schlüssel hinpasst. Und dann geht es weiter. Warte, ich mach das hier nochmal eben. Aber hier war auch nichts, ne? Die haben ja auch alle ihre Sachen. Ne, hier ist nichts mehr. Mit der Kneifzange das Gestrüpp hier wegmachen mal? Nö, gut, ich werde schon weiterkommen. Ich habe so viel Kram, irgendwo werde ich weiterkommen. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denne.